Weiter geht's in Pikmin 4, in Olimas Tagebuch. Wir haben die sonnige Anhöhen zu 100% abgeschlossen. 7 Schiffsteile und 3 Zwiebeln haben wir hier geholt. Das heißt, heute geht es in den erblühenden Park. Da freue ich mich drauf. Denn das war ein sehr schönes Gebiet. Und ja, bei einem weiteren Raumschiffsteil können wir auch in das dritte Gebiet gehen. Aber jetzt erstmal in den erblühenden Park. Und da landen wir auch schon. Mir gefallen diese Olima-Episoden sehr gut, weil die halt sehr, sehr kurz sind. Also immer so 15 Minuten, 16 Minuten geht, glaube ich, so ein Pikmin-Tag. Das finde ich eine sehr schöne Zeit. Die Höhlen haben das ja immer so ein bisschen unterbrochen in der Hauptstory. Dies hier ist ein wunderschöner Ort. Die vom Himmel fallenden Blütenblätter haben etwas Zauberhaftes an sich. Ich werde ihn den erblühenden Park nennen. Welch wohlklingender Name. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um sentimental zu werden. Ich sollte besser nach Schiffsteilen suchen. Alles klar, Olima, dann machen wir das. Und finden hier vielleicht auch die blaue Zwiebel. Mal gucken. Oder, naja, Knopfknollen, damit wir einfach ein paar mehr Pikmin mit uns tragen können. Auch das wäre ja schon sehr, sehr gut. Machen wir erstmal den da unten weg. Okay, gerade noch so geschafft. Schauen wir mal hier. Aha, Nektar, sehr gut. Noch mehr Nektar. Die meisten haben jetzt volle Blütenausstattung. Wir kriegen anscheinend auch hier das Feuer. Also nicht nur, weil hier überall der Stroh liegt, sondern auch, weil da so eine Feuerstelle war. Das ist ja doch ein gutes Zeichen. Jetzt habe ich leider keine gelben Pikmin bei mir, die ich aber brauchen werde gegen den Gegner. Es geht auch hier nicht wirklich woanders hin. Hier wäre zwar ein Rückweg bei dem Elektrozaun, aber eben nur ein Rückweg. Also von da komme ich erstmal nicht weiter. Das heißt, der einzige Weg ist eigentlich hier lang. Sehr linear, sehr komisch für Pikmin, aber ist okay. Wow, wo habe ich die denn jetzt hingeworfen? Das verstehe ich nicht. Na gut, müssen wir aber hier wieder Pikmin pflücken. Macht ja nichts. Ich mag den Gegner aber überhaupt nicht. Hier könnten wir das hier machen. Okay. Kommt her. Ich würde sagen, bringt den mal weg. Und wir holen uns mal das Feuer. Dann können wir gleich diesen Weg hier öffnen. Und ganz wichtig wäre jetzt, das Feuer zu behalten und da die Feuerstelle zu entzünden. Sehr gut. Dann können wir auch da oben einmal reingucken. Denn hier finden wir ein Raumschiffsteil. Perfekt. Okay, dann hätten wir unseren Soll für heute schon mal erfüllt. Nee, gar nicht, wir brauchen immer zwei Teile, ne? Aber wir hatten das letzte Mal drei Teile gefunden. Aber damit wir es in der Zeit statistisch schaffen können, bei 15 Tagen 30 Teile zu sammeln, müssen wir 2 pro Tag sammeln. Das ist schon richtig so. Ja, trotzdem wäre eine Knopfknolle ganz gut. Weil 40 Pikmin ist doch ein bisschen wenig. Gut, nach all diesen Reparaturen sollte es uns... sollten uns die Triebwerke ermöglichen, den Suchradius zu erweitern. Ja, das ist wirklich gut. So, die brauchen noch einen Moment, aber ist in Ordnung. Ich warte so lange eben kurz. Wir haben ja noch sehr viel Zeit an diesem Tag. Und vermehren müssen wir jetzt eigentlich nicht. Wenn wir die blaue Zwiebel irgendwo finden, dann ja, dann müssen wir wieder vermehren, aber jetzt erstmal nicht. Aber hier den Weg aufmachen, oder? 7. Das sollte möglich sein. Das sind da unten leider die Gegner. Na, da ist sogar eine Knopfknolle. Den ich schon sehen soll. Ich war ja gerade schon mal hier. Jetzt ist aber hier dieser Gegner, der ja, Salz wirft. Gegen den eigentlich es sehr sinnvoll ist, Fels-Pikmin zu haben. Oh, der kann auch Pikmin werfen?
Okay, das war mir neu, dass der Pikmin werfen kann. Und die haben jetzt sogar hier Bomben. Lustig, dass er einfach Pikmin werfen kann. Ich wusste das gar nicht. Aber ich immer gegen den mit Fels-Pikmin gekämpft. Aber jetzt kann ich es das erste Mal in der Pikmin-Geschichte nicht. Also die gibt es auch erst seit Pikmin 3, die Gegner. Aber still. Und hier wüsste ich ganz gerne, ob man die Bombe einsammeln kann. Nein, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Wäre auch ein bisschen billig gewesen. Aua, oh, der macht aber richtig viel Schaden. Ja. Dann transportiert den da auch noch weg, meinetwegen, mir egal. Eigentlich so nicht geplant. Das ging leider auch nicht kaputt, das können wahrscheinlich wirklich nur Fels-Pikmin. Das eine haben wir gerade zwar kaputt bekommen, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie hat es geklappt. Naja. Wir holen mal eben Feuer. Oh! Ektonymph ist auch nice, aber dort ist Moss. Hi! Oh, was ist das für eine Kreatur? Sie wirkt nicht, als wolle sie mich angreifen. Ich glaube, es geht ihr nicht gut. Vielleicht ist sie hungrig. Ich sollte in meiner Tasche nachsehen, ob ich etwas habe, mit dem ich sie füttern kann. Wie zufällig. Wie gut, dass er zufällig einfach so einen Knochen dabei hat. Okay, aber das gefällt Moss sehr gut. Sehr schön, das scheint dir geschmeckt zu haben. Es freut mich, dass es dir besser geht. Ja, oh, süß. Diese Kreatur sieht ja fast aus wie ein Hund. Sie scheint mich zu mögen. Und mir gefällt ihr ungewöhnliches grünes Fell. So leuchten besonders schöne Moosarten. Ich nenne die Kreatur Moss. Oh. Okay, dann hätten wir das jetzt auch geklärt, wie Olima zu Moss gekommen ist. Wir könnten da runtergehen, aber das will ich jetzt erstmal nicht. Ich wollte ja eigentlich Feuer holen. So. In meiner Tasche habe ich leider kein Signal, was mir jetzt konkret helfen würde. Aber ich kann zu Moss wechseln. Ich kann Moss doch sagen, dass er hierhin laufen soll, right? Okay, perfekt. Das klappt also alles so, wie wir es gewohnt sind. Sehr, sehr gut. Schauen wir uns erstmal hier weiter um. Hier ist auf jeden Fall Wasser und da sind auch das Rohmaterial im Wasser. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall, ja, blaue Pikmin. So, Moss ist, glaube ich, angekommen. Pflückt auch ein paar Pikmin. Genau, wir können jetzt auch wieder mehr nehmen. Das stimmt, habe ich vergessen. Haben wir eine Knopfknolle gefunden. Sehr, sehr gut. Und dann laufen wir mal eben schnell zu Olima. Kann ich über das Ding hier springen? Ich hoffe. Perfekt. Was sie jetzt gefunden haben, weiß ich nicht, weil anscheinend stehen alle hier. Das können wir auf jeden Fall rammen. Sehr, sehr gut. Nice. So, kann ich irgendwo hier vielleicht eine neue Basis. Ja, da kann ich eine neue Basis errichten. Perfekt. Okay. Sehr gut. Das ist schlecht.
bekommen? Eine Eisbombe. Hätte er sie gefressen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Also erstmal ist Olima fast gestorben. Und WTF, was ist denn jetzt hier passiert? Okay, der ist gut. ja. Eieiei. So, ja, hier können wir den Weg aufmachen, das ist kein Problem. Wir können halt nur hier keine Pikmin rauslassen. Wir haben auch hier gerade das Feuer, nicht? Das muss ich von da hinten tragen, aber ich kann das auch nicht hier übers Wasser tragen. Ist auch gar kein richtiges Wasser. Also ist auch hier die Frage, wie sehr uns hier blaue Pikmin helfen würden. Muss aber erstmal schnell sein. Der Weg ist halt echt weit. Ich weiß auch nicht, wo wir das Ding ausmachen können. Wir kriegen es hin, ne? Wir kriegen es von hier dort zu der Feuerstelle. Okay, dann können wir hier das Bürozeug entfernen. Da oben ist ein Langbein. Das muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Ha, die habe ich gesehen. So, der Tag endet. Hier wäre noch eine... noch eine gelbe Zwiebel. Also die gelbe Zwiebel noch einzusammeln, wäre natürlich nicht schlecht. Hier ist sicherlich ein Gegner. Und jetzt machen die ganzen roten Pikmin die Zwiebel. Das heißt, ich habe keine starken Pikmin bei mir, um mich zu wehren. Na, sagen wir mal so, es hätte besser laufen können. Aber es war jetzt nicht ganz schlecht. Hier wäre noch eine Stelle. So, weg mit dir. Pikmin her. Okay, also hier wäre noch eine Landestelle. Es ist soweit alles sicher. Ich glaube, wir haben diesen Tag gut geschafft. Haben nicht ganz so viel bekommen, wie ich gerne gehabt hätte. Aber man kann damit bestimmt ganz gut arbeiten. Wir müssen halt gucken, wie wir da hinten den Wasserhahn ausgehen. Wir müssen das Langbein besiegen das nächste Mal. Das wird auch sehr spannend. Aber ja. Der Tag auf jeden Fall ist jetzt mal zu Ende. Ja, nur ein Schiffsteil, wie gesagt. Pikmin haben wir aber dafür einige vermehrt. Wir haben auch ein bisschen Rohmaterial gesammelt, nicht sehr viel. Naja. Und wir kriegen Megakraft und Kraft für Moss. Außerdem Flinkstiefel. Diese Stiefel erhöhen die Laufgeschwindigkeit enorm. Oh, das ist nice. Heute habe ich eine neue Kameradin getroffen, die Hündin Moss. Diese Hunderasse habe ich nie zuvor gesehen, doch Moss hat sofort Vertrauen gefasst und ruht sich jetzt neben mir aus. Ja, ist doch gut. Moss und die Pikmin an meiner Seite zu wissen, ist sehr tröstlich. Mit ihrer Hilfe werde ich die Schiffsteile schnell finden. Ja, gut. Dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Bye, Pikmin.